Malte, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits und dem ersten Vlog der Big in Japan Tour. Wir nehmen euch komplett mit, das heißt, wir starten nämlich gerade in den Radio Review Studios und werden Step by Step euch mitnehmen auf diese Reise nach Japan, durch die großen Parks, durch die kleinen Parks. Wir werden viele Sachen erklären, wir werden euch Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und vor allem werdet ihr von unseren Fehlern lernen, die wir machen werden. Und der erste Fehler ist es, mit der Deutschen Bahn anzureisen. Aber es ging nicht anders. Ist ein schöner Kontrast, wahrscheinlich dann zum japanischen Bahnfahren. Das werden wir euch nämlich sehr, sehr, sehr genau im Detail zeigen. Unser Zug heute, der von Mönchengladbach Hauptbahnhof nach Düsseldorf fahren sollte, um uns von da aus dann nach Frankfurt zu karren, also ein anderer Zug dann, fällt aus. Es gab keine Push. Uschi hat einfach nur monkmäßig nochmal ihre Zeit validieren wollen in der App. Und dann stand, Zug fällt aus. Jetzt fahren wir ein früher, ist mir auch lieber, weil die Deutsche Bahn hat gedacht, das wäre voll schlau, in Düsseldorf mit 9 Minuten Umstiegezeit klarzukommen. Nee, das hätte so oder so nicht funktioniert. Ist auch, glaube ich, noch nie ein Zug von Gladbach nach Düsseldorf pünktlich im Bahnhof eingefahren. So, wir haben noch eine halbe Stunde, das heißt, wir können schnell noch was trinken. Wir fliegen nämlich abends, das ist nicht normal, sonst fliegen wir nämlich immer morgens, sehr früh. Aber so sei es. Ich möchte noch kurz einen Disclaimer loswerden. Bro wird jetzt 3 Wochen lang Big in Japan sagen. Wir wissen, dass Big in Japan heißt, aber wir sind eben nicht alle. Pan in the ass. Ich habe ihm schon gesagt, es ist kein Pain, aber naja. Nur damit ihr es wisst, bevor ihr nachher irgendwelche Klugscheiße, also nicht, fühlt euch nicht alle angesprochen, bevor jemand nachher irgendwelche Klugscheiße-Kommentare loswerden will. Ich mache doch nur Fehler, damit jemand was schreiben kann. Ja, aha, okay, Entschuldigung. Dann ignoriert das einfach. Wir schneiden das raus. So, wir sehen uns gleich wieder. Und dann gibt es ganz viel Input auf jeden Fall. Und willst du jetzt so schnipsen? Wir schnipsen uns woanders. Nein, ich wollte nicht. Schnipsen wir uns zum Bahnhof? Ja, oh mein Gott. Okay, 1, 2, 3. Das kommt nach. Ich dachte auf 3. Okay, nochmal. Einer schnipst. Okay. Kannst mach du? So. Okay. 1, 2, 3. Ich kann nicht mehr schnipsen. Oh nein. Auf dem Weg von zu Hause bis zum Bahnhof ist das kaputt gegangen. Toll. Oh Mann. Ich habe mich gerade beim Ausladen des Koffers. Meine Mutter hat uns eben zum Bahnhof gefahren, hier in Reit. Den zeige ich euch nicht, weil sonst kriegen wir, glaube ich, Block, weil wir hier irgendwie rotten.com wieder aufleben lassen oder so. Wird hier gerade renoviert, zumindest theoretisch. Ja, vorne. Partiell. Das, wo ein Loch ist, wird einfach zugespachtelt neu. Ja, die machen den auch gerade neu. Das ist egal. So, theoretisch kommt unser Zug gleich. Mit dem fahren wir dann. Also wir sollen ja einen später nehmen, das ist ja voll logisch. Wir nehmen einen früher. Sonst schaffen wir es ja noch weniger. ja. Sollte eine hohe Auslastung sein. Wir haben uns aber ein bisschen nach hinten geschlichen und nicht so da, wo alle immer stehen. Und ich glaube, es war ganz gut. Ja. Weil hier ist noch relativ viel frei. Aber die Einzelpersonen, die sich in den Vierer setzen, kann ich auch verstehen. Ganz kurz noch dann dazu, warum wir jetzt über Frankfurt fliegen. Das war halt jetzt für uns die günstigste und sinnvollste Lösung. Und wir hatten jetzt auch wirklich das Bedürfnis, einen Direktflug zu nehmen. Mit Umsteigen wäre es, glaube ich, 200 Euro weniger gewesen. Dann haben wir gesagt, komm, Direktflug. Und mit dem Auto nach Frankfurt war natürlich auch eine Überlegung statt mit dem Zug, weil das ist nicht mit im Flug drin, musst du separat buchen und ist halt schweineteuer, Alter. Also Bahnfahren ist so teuer, dass es halt nur dadurch funktioniert, dass wir 3 Wochen weg sind und nicht 2 Wochen. Sonst wäre es nämlich billiger gewesen, mit dem Auto zu fahren, wegen den Parkhäusern. Also man hätte natürlich auch zwielichtigere Parkhäuser nehmen können. Dann wäre das kein Problem gewesen. Dann wäre das preislich auf jeden Fall billiger gewesen. Wollten wir aber nicht. Und vor allem, wenn wir zurückkommen, ist es Freitagabend und Freitagabend zu fahren. Naja,
Wir haben jetzt übrigens Sonntag, das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. So, und jetzt fahren wir nach Frankfurt zum Flughafen und steigen direkt am Flughafen aus. Auch nicht verkehrt. So, Kids, wir sind angekommen in Frankfurt am Fraport und haben unseren Tresen hier gesaved. Wir sind halt quasi eine Stunde zu früh. Du kannst halt 3 Stunden vor Abflug dein Gepäck aufgeben. Wir sind jetzt 4 Stunden vorher hier. Diesen Puffer musste man aber einbauen mit der Deutschen Bahn. Wir hatten jetzt 5 Minuten Verspätung mit dem ICE. Auf dem Hinweg der Zug ist ausgefallen, bla bla bla. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt hier vorne im Rewe, Grüße an unsere Rewe-Boys, noch ein kleines Budweiser geholt und hier gibt es halt so einen geilen Tresen, da kann man ein bisschen gucken hier und dann gehen wir gleich das Gepäck aufgeben. Eingecheckt ist natürlich schon, 24 Stunden vor Abflug kannst du überall online einchecken und dann, was ist das denn bitte? Das sieht ja aus wie ein Cartoon. Von der Seite war es gerade größer, aber von der Seite hätte ich ihr Gesicht gefilmt, deswegen geht das nicht. Haben wir irgendwelche wichtigen Infos noch, was irgendwelche medizinischen Dinge angeht, damit wir das jetzt klären, was man beachten muss, um nach Japan zu reisen? Also, es gibt beim Auswärtigen Amt, wie immer, ist die erste Adresse, bei der ihr euch informiert, wenn ihr ins Ausland reist. Ne? EU-Ausland ist meistens Schnuppe, ne? Bis auf Ausnahmesituationen wie eine Pandemie. Aber ansonsten, wenn ihr ins Ausland reist, besonders interkontinental, dann informiert euch beim Auswärtigen Amt, gibt es eine Homepage, zu jedem Land gibt es Informationen über Reiseimpfungen oder Einreisebestimmungen, Pipapo, mache ich. Jetzt sind wir natürlich dabei, nach Japan zu fliegen. Was wir seit 2020 immer wieder verschieben, wir wollten 2020 Shanghai-Japan-Combination machen, das ging nicht, haben viele nicht verstanden, weil es gab ein Einreiseverbot, was letztes Jahr im Oktober aufgehoben wurde. Das noch schnell erwähnen. Das Auswärtige Amt empfiehlt für besondere Flughäfen, die Visit Japan Web Travel Seite, kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, die ist zwar verlinkt, an manchen Flughäfen ist es halt so, wenn du ankommst, da kannst du das benutzen, aber nicht an allen, aber an den großen Hubs, zum Beispiel Tokio Narita, wo wir jetzt landen. Da gibt es dann eine Seite, auf der quasi du deine Daten einfach eingibst, deinen Trip anlegst und so dann irgendwann dazu kommst, dass du deine Covid-Informationen eingibst. Du musst eigentlich du brauchst keinen Test, zumindest zur Zeit. Du brauchst dann nur deine Impfnachweise, die lädst du da einfach hoch. Das wird dir dann auch nach einer Weile bestätigt. Dann bekommst du ein Zertifikat, würde ich mal sagen, was du halt theoretisch vorlegen kannst. Also ich habe es jetzt ausgedruckt, das ist keine Pflicht. Und haben auch die Covid-Informationen dabei von allen 3 Impfungen. Wir möchten gerne wissen, welcher Impfstoff, pipapo. So, dann gibt es noch eine Zolleinreise-Erleichterung. Das ist alles keine Pflicht, das kann man machen. Da bekommt man dann am Ende, wenn du ein paar Fragen beantwortet hast, einen QR-Code, den du screenshottest. Und der wird dann wahrscheinlich bei der Einreise abgefragt. Den kannst du dann vorzeigen. Ansonsten könnte deine Einreise halt etwas länger dauern. Ist meine Vermutung, weiß ich noch nichts drüber. Genauso wie mit allgemeiner Einreisebestimmung. Da gibt es auch einen Fragebogen, den du halt vorher beantworten kannst online. Und dann bekommst du wieder einen QR-Code. Also es gibt 2 QR-Codes und einen so ein ich habe kein Covid und bin geimpft Ding. Und das haben wir auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, informiert euch einfach vorher, dann kann die Einreise wirklich leichter werden, besonders mit einer Sprachbarriere oder so. Das kann auf gar keinen Fall schaden. Und ich hoffe, dass uns das jetzt auch hilft. Wir werden euch berichten, wenn wir eingereist sind, wie das abgelaufen ist und wie unkompliziert das dann wirklich war. Ganz kurz vielleicht noch ausdrucken. Ja, das ist heutzutage Blödsinn, aber macht das auf jeden Fall. Druckt euch alles aus. Wir haben es schon erlebt, dass Eurowings von uns ausgedruckt unsere Äste haben wollte, was totaler Schwachsinn ist, weil das einfach eine digitale Geschichte ist. Und die wollten uns erstmal nicht mitnehmen und wir standen dann am Flughafen ohne ein ausgedrucktes Äste. Und die haben sich dann damit begnügt, dass ich denen die E-Mail noch gezeigt habe. Also druckt euch wirklich jede Scheiße aus, egal wie blöd das ist, damit ihr das habt, damit ihr auf der sicheren Seite seid und alles vorlegen könnt, wenn jemand was sehen will. Also es hat uns sogar schon mal in den USA bei einem Motel geholfen, wo uns der Typ bescheißen wollte. Aber da hat Uschi Adlerauge den mal so richtig über den Tresen gezogen. Ich habe böse geguckt, Uschi hat den über den Tresen gezogen und Palava gemacht. War gut. So, das jetzt dazu. Und sonst ist es erstmal normales Fliegen. Ihr geht zu eurem entsprechenden Schalter, gebt euer Gepäck auf, eingecheckt seid ihr schon und dann geht es durch die Sicherheitskontrolle und dann
entweder lungert ihr irgendwo in einem Flughafen rum oder macht es wie wir und geht in eine Lounge. Und dafür gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, Varianten, wie man ohne Geld zu bezahlen in eine Lounge kann oder man bezahlt Geld. Da wir aber von niemandem gefeatured werden, können wir euch jetzt nicht sagen, was jetzt das Beste ist, was man jetzt da kaufen oder nicht kaufen soll. Weil das, was wir haben, ja grundsätzlich auch jemand bezahlen muss. Und wir das nur über Freunde mitnutzen, quasi. Und von daher, also es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie man umsonst in so einer Flughafen-Lounge rumlungern kann. Oder man bezahlt, man kann es sich ja reinkaufen, man hat es im Flug dabei oder. Je nachdem. Also wir müssen auch jedes Mal bei jedem Flughafen neu in der App, in zwei verschiedenen Apps gucken. Können wir überhaupt in eine Lounge? Gibt es eine Lounge zum Beispiel in Austin, Texas? Gab es keine Lounge, die wir nutzen konnten? Und so weiter und so fort. Aber das ist das normale Fliegezeug. Wollte ich aber noch mal ganz kurz erwähnt haben, wie es ungefähr läuft. Weil als wir das erste Mal geflogen sind, haben wir es auch in den Hose gemacht, weil uns das keiner gesagt hat, weil keiner unsere Ängste und Probleme verstanden hat, weil das ja selbstverständlich ist. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir beantworten die gerne. Und ich habe auf dem Ohr gerade noch eine Wortmeldung aus der Rewe-Lounge. Ich schalte mal schnell rüber. Hallo? Ja, also es ist halt, wir würden euch das gerne zeigen, wie wir an den Schaltern und so dann auch vorgehen und so, aber das kann man halt nicht. Ich kann jetzt nicht einfach da hingehen und mit einer Kamera da filmen, wenn mich die Airline da irgendwie eincheckt oder so. Ne, auch wenn für uns das damals so, okay, dann machen die dies und jenes, ne? Das wäre für uns damals richtig geil gewesen, weil wir haben uns so in die Buchs gemacht. Ich kann ja gar nicht sagen, wir haben gedacht, wir haben ja wirklich gestanden und haben gedacht, achso, und wo geht das jetzt hin, der Koffer? So, also wirklich wie so richtige Opfer, weil wir halt auch nie mit unseren Eltern geflogen sind, weil wir verfickt nochmal keine Bonzenkinder sind. Nicht, dass alle Bonzenkinder jetzt mit ihren Eltern wegfliegen oder dass alle, die mit ihren Eltern wegfliegen, Bonzenkinder sind. Aber für uns war das absolut utopisch und auch in unserer Generation war es, glaube ich, jetzt auch nicht so mega üblich. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Nee, bei mir, bei den Freunden auch nicht. Also da sind die sogar noch in die Türkei mit dem Auto gefahren, die Leute und sowas, weil das halt einfach das Einfachste und Günstigste war. Genau, also wir würden es euch gerne noch vielleicht ein bisschen genauer zeigen, aber es ist halt nicht unbedingt immer so möglich wegen Filmerei und so, ne? Aber wir versuchen es euch so genau wie möglich zu erklären. Sollten Sie Ihr Gepäck unaufbesichtigt lassen? Ist das die beste Beschriftung dafür? Ich weiß auch nicht. So Leute, wir haben eingecheckt, beziehungsweise haben wir unser Gepäck aufgegeben. Ich habe, glaube ich, noch nie einen so liebevollen und süßen Check-in-Gepäckaufgabe gehabt wie jetzt. Wahnsinn. Die sind so süß, so lieb gewesen, ey. Und so vorsichtig zurückhaltend. So, das heißt, wir müssen jetzt zum Security-Check. Das heißt, wir dürfen keine Getränke mehr mitnehmen. Das heißt, wir haben Pfand. Und also alles, was wir an Pfand vorher hatten, haben wir am Bahnhof deponiert, da wo jemand, der Pfand sammelt, sich das mitnehmen kann. Hier geht das natürlich nicht. Dafür gibt es so Donate-Boxen. Also. Ach, man kann das aber auch zurückgeben. Was? Nee, kann man nicht. Aber du kannst ja auch so für wen? Das ist ja cool. Barcode nach oben am besten. Nimm mein Pfand an. Das ist ja gar kein Barcode. Rausnehmen. Mein Gott, ey. Dann schmeiß ich das in die Ecke. Jetzt dreht das ja trotzdem. Hm. So, was haben wir hier? Spende. Franziskus-Trift, weiß man nicht, was es ist. Stiftung für Familientherapie. Starke Bande. Ich habe einfach gedrückt, ohne zu gucken. Was machen wir mit der vollen Flasche? Das ist deine. Kann man die hier ausschütten? Ich kann nicht mehr so viel trinken. Da geht's nicht hin. So, wir sind jetzt in der... Welcher Lounge sind wir? Eine Priority Lounge. Und Leute, ich habe jetzt Wings auf dem Teller. Ich hatte aber auch schon eine Hühnersuppe und ich hatte einen Hotdog. Ich hatte einen Hotdog und einmal Hotdog, also nicht Hotdog, aber einmal Würstchen mit Nudeln und Kartoffeln. So, und dazu noch ein Whisky und ein Bierchen. Es gibt hier eine Dame, die ist sehr frei und offen und macht hier ihren Videocall voll Lautstärke. Das gehört sich nicht so.
Aber es läuft auch keine Musik, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, was ich, bevor ich es vergessen, liebe Grüße an Leute von Reitbahnhof, Reithauptbahnhof bis Frankfurt Flughafenbahnhof, die uns gefragt haben, wo es hingeht. Liebe Grüße. Und auch liebe Grüße an Gerstlauer, wo wir auch jemanden von getroffen haben, jetzt hier am Flughafen oder Bahnhof oder wie auch immer. Ja, also wir stärken uns jetzt kurz und dann geht es auch schon zum Boarding in einer halben, eine dreiviertel Stunde. Ja, sind auch schon ein bisschen bis hier, ne? Ja, und dann wird gleich geflogen. Da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel zu erzählen sein, weil... Aber wir haben unsere Plätze, letzte Reihe, zweier Reihe, hinten an der Wand. Das wird auf jeden Fall ganz nice. Hoffen wir. Ist das ein Delfin? Ich habe es gerade noch mal aus meinem Mund geholt, um mich zu versichern. Ja, es ist ein Delfin mit Salzpickel. Mm. So Leute, wir sind angekommen in Japan. Wir sind übrigens, das haben wir nämlich noch nicht erzählt, in einem Flugzeug, war es viel zu laut, mit Japan Airlines geflogen. Und sehr schönes Flugzeug. Ich glaube, wir hatten noch nie so gutes Essen beim Fliegen. Das war alles anständig. Die haben aber sehr, sehr lange gebraucht. So war das Abendessen oder wie auch immer. Das kam sogar kalt an, obwohl man sich sonst immer die Pfoten an dem Mist verbrennt. Das war halt auch der gleiche Quatsch wie immer. Aber alles andere drumherum, also mit Obstsalat und Joghurt und Eis und so. Das war echt gut. Super lieber Top-Service. Ein bisschen wenig zu trinken gab es. Und geflogen sind wir mit einer Boeing 787 Dreamliner, meine ich. Und, ja, sieht halt schick aus, war sehr laut, deswegen braucht man auch gar nicht versuchen, euch was zu erzählen. Und ja, was wir da gerade gesehen haben, keine Ahnung. Und ja, bevor jemand wieder klug scheißt, ich weiß, dass Diesel und Kerosin sehr nah beieinander sind in der chemischen Zusammensetzung. Aber wenn es schwarz aus dem Flugzeug rausraucht, dann ist der Gag, haha, der fliegt mit Diesel halt ganz lustig. Auch wenn er das quasi sowieso schon tut. So. Wenn das Ding abgestürzt ist, nehme ich nämlich alles zurück. Das wurde nämlich immer langsamer und immer tiefer und da war Gebirge und dahinter Meer. Also keine Ahnung. Werden wir herausfinden. Wir müssen jetzt zur Immigration, deswegen das packe ich euch wieder weg. Aber hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf Flugdingens. Man wird hier mit diesem Maskenscheiß wieder voll gelabert. Es gibt aber keine Maskenpflicht, aber im Flugzeug kamen sie dann auch immer wieder, können Sie bitte anziehen, also zwei, dreimal. Es gab nie eine Maskenpflicht in Japan und die Leute haben die hier von vornherein angezogen und das ist hier so richtig cool und trendy. Wir werden mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. So, der glücklichste Moment einer Reise ist, man kommt an und hat beide Koffer und hier steht noch ein Mitarbeiter auf dem Kofferband quasi, also in der Mitte, wo das drumherum fährt, mit einem Schild auf Japanisch und Englisch. Man soll bitte auch sein Backpack checken, dass man das Richtige hat, weil die alle gleich aussehen. Außer man markiert seine Sachen mal anständig. So, wir sind immigriert. Uschi hat unfassbare gute Vorarbeit geleistet. Hatte alles fertig, alles parat, alle QR-Codes, alle Zettel. Wird auch nachgefragt. Und im Flugzeug war es ja auch mit dem Essen. Das kommt nicht in der schicken Pasta, sondern da wird eine Karte hingehalten mit Bildern. Und da tippst du drauf, was du haben willst. Und es war auch eine Karte mit Bildern. Was wollen sie denn jetzt hier? Habt ihr den Zettel? Sondern wenn du den Zettel einfach in der Hand hast und dann hinhältst, dann wirst du auch direkt durchgeleitet. Ja, und jetzt bei der Immigration selber wird der Pass einmal gecheckt, gibt es einmal Fingerabdrücke ab und Foto und kriegst einen Aufkleber in den Pass und dann ist aber in den Koffer geholt. Jetzt müssen wir kurz nochmal Pipi und dann müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Die ist auch irgendwas am Verkaufen. Ja, die fragt, ob man Gemüse und sowas alles hat. Das darf man nicht einführen. Gemüse, tierische Produkte, irgendwelche besonderen Pflanzen, Eier, bla bla bla. Deswegen wahrscheinlich die Schlange. Wir kommen vielleicht doch mal gecheckt oder was, wo die Koffer gescannt werden, dass du nichts dabei hast. Ja. Egal. Und was ich noch kurz erwähnen wollte, es geht jetzt schon los, weil es mit diesen niedlichen Hunden, die hier die Officer-Charakter sind. So.
das haben wir erstmal. Weiter. Genau, den Rest erklären wir nachher noch, was wir sonst alles noch für Themen haben. So, weiter geht's. Wir haben noch keine Travel Sim, noch keine Smart Card. Kommt heute auch noch. Aber wir holen jetzt gerade unseren Japan Rail Pass. Den brauchen wir nämlich, um mit den Zügen hier von A nach B und hin und her und Bullet Trains und Shinkansen und hast du nicht gesehen, überhaupt dieses Land zu bereisen. Denn wir haben keine Mietwagen, kein Auto. Es ist nicht unmöglich, in Japan selber Auto zu fahren. Aber für den Trip haben wir gesagt, machen wir nur Zug, weil du kannst natürlich deinen deutschen, europäischen Führerschein einschicken quasi, dann kriegst du eine Übersetzung und mit der darfst du dann hier auch fahren. Haben wir diesmal aber nicht gemacht, sondern wir fahren komplett mit dem Zug und den Japan Rail Passing musst du dann von Deutschland aus schon buchen. Der wurde zugeschickt, der kam aus Spanien, glaube ich, aber ist dann ein Voucher, den du dann hier eintauschen musst gegen den richtigen Japan Rail Pass. Klingt erstmal dumm, aber der ist halt nicht für Leute, die hier leben, sondern nur für Touristen. Und sonst könntest du den ja, und den kriegst du halt nur dann den Original, wenn du eine Einreisebestätigung Erlaubnis hast. Und jetzt wird man ja sagen, ja, aber ich krieg die doch eh erst, die Einreiseerlaubnis, wenn ich hier hinkomme. Aber du könntest den natürlich den nach Hause schicken lassen und dann per Post hier hinschicken und einen Resident damit fahren lassen, der dann günstiger hier mit den Zügen fahren könnte, weil das günstiger ist, günstiger als für Touristen. Der kostet weit über 400 Euro jetzt für die 3 Wochen. Leck mich am Arsch. So. Und das dauert schon sehr lange und rein geht's dann nur noch alleine. Uschi ist jetzt drin. Ich habe am Automaten ein Wasser gezogen. Das war komplett problemlos. Und wir sind übrigens im Land des Bargeldes. Also hier ist Bargeld der Shit. Und wir haben oben auch erstmal Geld abgehoben. Waren 2 Euro Gebühr oder was. Und alles mit Automaten und trotzdem musst du da Bargeld reinschmeißen. Sowas macht mich ja krank. Ne? Ich bin ganz weit weg schon vom Bargeld, aber hier ist es noch King. Da kommt wieder der Polizist, der auf seinem Thron da gleich steht und hat einen Besenstiel dabei. Ich glaube, der ist echt dabei, um Leute zu schlagen, die Mist bauen. Naja. So, das Uschi ist jetzt zurück, hat ja lange genug gedauert. Ich habe übrigens, um das Wasser zu ziehen, habe ich 1000 Yen in den Automaten schon mit so einem großen Schein. Kriegst du nur neu gedruckt. Das kam dabei raus. Ja, super. Jetzt versuche ich noch was für die Uschi zu holen. Weil du was gemacht hast? Sitze reserviert. Wie kann man das machen? Man kann das an Reservierungsmaschinen machen oder an diesen Ticket Offices, so wie einem, wo in dem ich jetzt war. Aber das geht dann nur am Bahnhof dann, oder was? Ja. Nicht in der App? Nein. Okay. Nicht online. K3. Da müssen wir hin? Nein, das ist nicht K3, das ist Linie 3. Ach so. Wir müssen zum Narita Express K1 bis 4. Tokio, Stunden sind wir gefahren, ne? Ist auf jeden Fall sehr komfortabel und Tokyo Station ist jetzt unser Hub quasi für die nächste Woche und von hier aus 10 Minuten zu Fuß geht es zu unserem Hotel, da gehen wir jetzt hin. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt gleich auf den Flash, wenn wir rauskommen, dass erstmal so Tokio selbst sehen, weil Tokyo Station ist jetzt sehr zentral. Ja.
unserem Hotel. Ach so. Würde ich mal sagen, in Tokio. Und für sein das Bett haben wir tatsächlich ein größeres gewählt. 20 cm größer. Ich glaube, das war sinnvoll. Ja. Safe. Ja, das ist alles, würde ich sagen. Was also, kostet das denn für wie lange? Wir haben 7 Nächte gebucht. Ja. Und das kostet. Ja. Was würdet ihr denn dafür bezahlen? Also, ich muss dazu sagen, ich kann noch einen Schritt zurückgehen. Aber ich bin, nee, kann ich nicht. 672 Euro. Ja. Hier ist der Rest. Das Bad. Und das Bad. Das ist so ein Wander, glaube ich. Natürlich, wir haben ja auch so viel Platz. Und so ein Hightech-Klo. Wir haben so viel Platz. Das. Ironie, wir haben ja so viel Platz, da kann man eine Wanne hier reinmachen. Da ist eine Wanne drin. Ja, du hast doch gerade Wanne gesagt. Ich dachte, das wäre so eine, wie so eine Bade, also so eine Badezimmerwanne, so eine Kabine, meinte ich damit. Nee, da ist eine Wanne drin. Da ist eine Wanne drin. Also ob ein Mensch da rein. Ecoline. Nee. Ist da rein? Ja. Nee, da passt niemand rein. Ist auch am Wasserhahn vom Waschbecken ist der Duschschlauch angeschlossen. Hier gibt es noch ein paar Einstellmöglichkeiten für den Arsch. Spray, Soft und Bided? Ach, Bided, beides. Werde ich ausprobieren. Checken wir mal nach dem Ausblick. Wir sind nämlich. Wie geht denn das hier aus? Ich weiß nicht, was ich gedruckt habe. Oh, geil! Laber nicht! Aber nur so weit wie das Bett ist, aber oh Gott! Dann räume ich das Bett weg. Ja, man kann schon ein paar Häuschen sehen. Ist schon gut. Ich gehe mal aufs Bett. Oh. Ich komme nicht durch, hier steht ein Koffer. Ach so, oh, warte, dann komm übers Bett. Ja, Scheiße. Warte. Ja, komm nicht. Alter. Geil. Ist das süß? Ist das süß? Ja. Aber bei der Kohle sind übrigens 2 Flaschen Wasser dabei. Ja, das stimmt. Und Prospekte bis zum Erbrechen. Eine eingetütete Therme, wie bei den Assis. Ist das hier der Kühlschrankschalter? Ich glaube schon. Den habe ich jetzt mal angemacht. Der ist nämlich aus. Jo, Unfernseher. Ja, kuschelig. Hier ist auch irgendwie. Was ist das? Eine Kaffeemaschine? Ein Reiskocher? Eine Wasserkocher. Wasserkocher, oder? Ja, so. Das sind Gläser und Becher. Ja. Tee. Das ist auch noch eine Schublade, aber. Dafür musst du aber erstmal ausziehen wieder. Was ist das hier? Pizza? Ist das Domino's? So, wir sortieren uns mal kurz und machen es kurz ein bisschen frisch und dann gehen wir nach unten in den Shop, was kaufen, nur was hier haben und dann melden wir uns nochmal. Kaufen kann, gibt es auch Hausschuhe. Sollte man vielleicht aber auch dazu sagen, dass es in Japan üblich ist, wenn du irgendwo reinkommst, werden die Schuhe ausgezogen. Teilweise auch bei irgendwelchen touristischen Sachen und so. Also guck, dass du keine Löcher in der Socke hast. Denn Schuhe ist bar. Deswegen gibt es auch überall Hausschuhe. Und wir haben noch was entdeckt. Ich werde mich gleich mal in Schale schmeißen für euch. Föhn ist auch am Start. Ein bisschen also Paketservietten oder was? Ja, Facial Tissues. Also Gesichtstücher. Sogar gebrandet hier der Föhn. Ja, angekommen in Japan würde ich sagen. Konnichiwa, Bitches. Also, das ist halt im Rücken ein bisschen Spack und vorne sowieso. Aber auch direkt vorneweg Big in Japan. Ne? Die beiden Biggies sind in kleinen Japan und wahrscheinlich fahren wir auch nicht alles, weil wenn ich überall reinpasse, weil hier teilweise richtig kleinen Scheiß ist, so ist das Leben halt. Sucht man sich alles nicht aus. Ne? Vielleicht das auch nochmal direkt vorneweg als Disclaimer, dann haben wir das. Und wenn wir schon bei Disclaimern sind, vielleicht noch ganz schnell, bevor ich das vergesse, warum wir das jetzt im März machen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Problematik als Arbeitnehmer. Gibt es eine Firma, da musst du halt Ende des Jahres deinen Urlaub einreichen. Das hat Uschi gemacht. Und dann, da ist meistens bei uns noch nicht klar, was machen wir, was geht nicht. Dann war so, cool, jetzt machen wir endlich Japan, man darf wieder einreisen. Und dann hatten wir das so schon angepeilt. Und dann war so kurz vor dem Flügebuchen, ey, warte mal. Wie ist denn das nochmal da mit dem Klima, dem Wetter, beziehungsweise Regenzeit, gab es da nicht was? Und dann mal schnell das Internet bemüht und dann auch die Zeit, wo wir gefahren wären, wäre Regenzeit gewesen, was eine dumme Idee wäre, weil da nämlich nichts fährt, dann ist hier nämlich alles. Und dann mussten wir umswitchen.
Bonita sagen, so September rum ist wahrscheinlich so die beste Zeit, um hier hinzufahren. Da haben wir gar keine Zeit. Kann ich übrigens wärmstens ans Herz legen, verlinke ich auch noch mal am besten in der Videobeschreibung. Bruno hat bei einer der FKF-Conventions einen Vortrag gehalten über das Reisen nach Japan. Und da haben wir uns auch viel Input geholt. Und ein paar Sachen sind quasi jetzt aktualisiert, auch jetzt in dieser Vlog-Serie, die immer wieder kommen werden. Zum Beispiel mit der App für die Züge, da werden wir dann jetzt, wenn wir dann fahren, drüber sprechen. Die haben wir jetzt noch nicht gebraucht. Und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen habt, auch immer mit in die Kommentare. Und checkt das Video auf jeden Fall auch noch aus. Und dann blieb für uns halt nur noch der März über, wo wir das jetzt machen konnten. Und die Parks haben aber alle geöffnet. Und es ist erstaunlich kühl. Oder zum Glück kühl, keine Ahnung. Das dazu, oder? Möchtest du noch was zum Spray sagen? Ach ja, Raumspray gibt es hier auch. Weiß ich nicht. Noch nix? Noch nix. Übrigens auch krass. Draußen, das ist Tokio. Jetzt hört man ein bisschen was. Unten in den Straßen, es war so mucksmäuschenstill, es war so leise, das war so irritierend. Ich habe noch nie so eine leise Großstadt erlebt, überhaupt so eine leise Stadt. Und es hat noch nicht mal gestunken, wie eine Großstadt stinken muss, sondern es hat eigentlich gut gerochen sogar. Als ob die irgendwie parfümieren, die Straßen oder so. Total verrückt. Ich wollte mich gerade mit dem Wi-Fi verbinden und dann wollte ich ein Passwort haben. Guck ich mal auf den Zettel, den wir bekommen haben. Und dann steht da ein Passwort. Auf Japanisch. Und dann drunter dachte ich, okay, da steht ja noch eins drunter. Please check the TV screens. Ah, das ist nicht das Passwort. Doch. Da habe ich dann erst da diesen Quatsch gesehen, habe es einfach angemacht und dann kriegst du dein Wi-Fi-Passwort. Und ganz viele andere Sachen. Das sind Tische. So, ich habe mein Handy jetzt drin liegen lassen. Egal, brauche ich ja nicht. Zum, wir gehen jetzt zum Family Markt. Der ist sehr weit, aber wir sind schon da. Das ist so ein Convenience Store. Sowas wie 7-Eleven, würde ich jetzt mal vermuten. Und holen uns da jetzt ein bisschen was zu trinken und was zum Snacken. Wir haben jetzt keinen riesen Hunger, es ist auch schon 9:30 Uhr. Morgen früh. Viertel vor 8 war mein Plan. Naja. So, auch noch eine wichtige Sache, Strom. Mit unserem Schuko-Stecker kommst du nicht weit. Wichtig ist übrigens auch bei uns in Europa, dass ihr diesen Erdungspin da habt, sonst geht das nicht überall. Das passt nicht, dieser Euro-Stecker passt hier auch nicht. So, aber, das hat Funken geschlagen. Das ist der Stecker, den es hier gibt. Und das Pendant dazu, wie sieht der aus, wie es aussieht. Und ich meine, das ist ein Wasserkocher. Ich habe jetzt Wasser reingetan. Was passiert? Wir haben so ein Riesenset-Paket mit 1000 Reisesteckern. Und das haben wir auch schon oft benutzt. Aber es gibt jetzt keinen Japan-Stecker direkt, weil du hier die USA-Stecker theoretisch nutzen kannst, aber nicht alle. Und wir haben den mit diesem dritten Pin bei unserem Reisestecker-Dingsbums-Kirchen da. Also ich finde es auch krass, dass wir fast alles davon schon mal brauchten. Selbst in der Schweiz war das jetzt so. Auf jeden Fall haben wir von der Firma Visa Coasters oder SPF Visa oder wie auch immer zu Weihnachten ein kleines Präsent bekommen. Und da ist so ein Adapter-Stecker-Ding drin, auch mit einem US Stecker, also das ist ein Typ, steht das eigentlich auch drauf, Typ Schlag mich tot, ist ja auch egal, aber ohne dritten Pin und die sind die Adapterstecker, die in Japan funktionieren, die könnt ihr hier benutzen, dass ihr das auch mal gehört habt und in dem Fall von uns ist das dann jetzt, jetzt ist es so direkt da rein, ne? Genau. Und dann sind wir an Bord. Okay. So, aber das Ding ist auch, das geht entweder an oder aus. Aber der Stecker hier hinten, magnetisch, da dran. Aha. Ich steck's jetzt aus, das war ja auch so zusammengefriemelt da unten drin. Mhm. Mit dem Klettdingen.
Kannst du denn Wasser mitnehmen? Kannst du wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich so, haben die das, das ist sonst so, dass du das privat hast, nimmst du mit zur Arbeit und gießt dir dann immer deinen Tee auf oder deine Suppen. Nee, meinst du? Ja klar, du kochst das Wasser auf, das ist ja so ein Thermobecher, der auch abgeriegelt ist. Und dann machst du das dann unterwegs nochmal. Ja, nehmen wir morgen mit in Disney. Ja, ist klar. Erstmal die Nudelsuppe. Vielleicht auch schon mal genau vorweg auch noch, es folgen dann jetzt 4 Tage Disney, für die, die keinen Bock drauf haben oder die, die hyped sind. Und es folgen danach ganz viele kuriose Sachen, größere Sachen, kleinere Sachen. Wir haben auch Universal dabei, nicht so viele Universal, weil die doof sind. Dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Wenn ihr jetzt denkt, so nach dem zweiten Tag, so jetzt kommt schon wieder Disney. Ne, das sind jetzt folgen 4 Tage Disney. Diese Vlogs kommen theoretisch 3 Stück die Woche. Dienstag, Donnerstag, Sonntag, wenn das alles klappt. Und dass ihr das auf jeden Fall mal gehört habt. Und ich hoffe, wir haben jetzt erstmal soweit alles erklärt. Die App wegen dem Zugfahren kommt noch. Japan Rail Pass haben wir erklärt. Wie man einreisen kann, haben wir erklärt. Bargeld ist King, haben wir erklärt. Geld haben wir. Morgen holen wir uns noch eine Travel Sim und eine Prepaid-Bezahlkarte, hier so eine Smartcard. Das haben wir nicht gemacht am Flughafen. Da war nämlich Rambazamba und wir wollten am Bahnhof gucken, ob es da vielleicht einen besseren Deal gab. Haben jetzt nichts gesehen, waren aber auch, sind irgendwie falsch durch den Bahnhof geirrt. Stecker funktioniert, Akkus laden schon, das gleich dann auch noch. Ja, melden wir uns gleich nochmal. Ja, genau, wir haben noch Bier zum Probieren mitgenommen. Da weiß die Frau Reichert wieder mehr drüber. Wie alles, die hat das nämlich alles geplant. Übrigens, alles, was schief geht, geht auf ihre Kappe. Du hast die Zugverbindung geplant, du hast geplant, wann wir wo was machen. Übrigens, Zugverbindung, ich habe das auch nochmal etwas ausgearbeitet. Wir wissen auf jeden Fall, wann wir wohin müssen. Theoretisch. Theoretisch. Hat das eigentlich gestimmt, was du erzählt hast? 18:43 Uhr habe ich noch nicht im Zug gesessen. Ja, also es war halt eine sehr lange Wartezeit für den Japan Rail Pass eintauschen. Weit über eine Stunde, ja. Na gut, dann habe ich in der Zeit die Automaten schon mal kennengelernt. Und da hat man noch gesehen, dass der Nicht-Japaner nicht gerne lange wartet. Die eine, die dann ohne ihren Pass einzutauschen abgehauen ist, dann war noch eine, wo du drin warst. Die ist unten drunter durch, hat das ganze Band abgerissen, ist einfach weitergelaufen. Dann der andere Typ, der das Ding auf Seite getan hat und da durchgegangen ist, das stehen lassen hat. Also wenn du schon meinst, dann da ausbrechen zu müssen, dann räumst du wieder auf, wenn du durch bist. Ja, das ist erstmal, glaube ich, jetzt dazu. Wie gesagt, wenn noch Fragen offen sind, gerne damit in die Kommentare. Entweder klärt sich das alles noch oder wir versuchen, das zu erklären. Und wie gesagt, werdet ihr in dieser Serie vielleicht aus unseren Fehlern lernen. Und wir sind schon jetzt verliebt in Tokio, ey. Das ist so eine Flair-Atmosphäre. Das ist super cool hier. Auch wenn es alles tiny ist. Hier gibt es jetzt das Asahi Super Dry. Das ist ein Bier. Hier in Japan das beliebteste laut Google Bier, was die hier verkaufen. Gibt es anscheinend auch überall. Also hat jetzt so ausgesehen, wenn wir irgendwo an Bars vorbeigelaufen sind, so war unten draußen die Werbung immer. Und das werden wir jetzt verköstigen. Und sind gespannt. Das soll ein helles sein, wie ein Pilz. Mal sehen.